Ja, bonjour Allemagne, ich melde mich heute aus Annecy, war gerade hier im Novotel, sieht man hinter mir, auf der isländischen Pressekonferenz, mal was ganz anderes. War erstmal gespannt, auf welcher Sprache die Pressekonferenz geführt wird. Es war teilweise auf Isländisch, das ist sicher noch ausbaufähig bei mir, aber die meisten Fragen sind auf Englisch dann doch gestellt worden. Klar, weil sie auch gegen England spielen am Montag, viele englische Reporter haben gefragt, ob die Engländer vielleicht diese Mannschaft unterschätzen können. Und ja, die Isländer glauben aber, nein, uns unterschätzt keiner mehr. Wir haben ja jetzt schon der Quali zweimal Holland geschlagen und ja, auch während dieser EM für Furore gesorgt. Die Spieler musste ich erstmal gucken, wer das ist. Das war einmal der Traustason, der das Tor gegen Österreich gemacht hat am letzten Truppenspieltag. Und Bjarnason hieß der andere. Aber einige wussten auch nicht genau die Namen. Also bekannt sind sie immer noch nicht so wirklich, aber sehr sympathische Zeitgenossen. Dazu war der Nationaltrainer da, Lars Lagerbäck. Der ist ja schon sehr erfahren, hat ja schon Schweden gecoacht, Nigeria bei der WM. Aber hat gesagt, für ihn ist das sicher hier das speziellste sportliche Ziel, was er erreicht hat. Also was ganz Besonderes, und ja, den Isländern ist noch einiges zuzutrauen, auch gegen England, bin ich überzeugt. Ja, an sich, wir waren hier mal kurz im Ort, ich bin hier mit einem Kollegen aus Bielefeld hergefahren, sehr schön, so ein bisschen klein Venedig kann man sagen, Brücken, Seen, also das lässt sich schon sehr gut an, und hier ist vor allem mehr los als in Evian. Schade, dass wir jetzt wieder zurück müssen. Die Deutschen haben da noch ein sehr viel ruhigeres Teamcamp noch. Die Isländer sagen, sie fühlen sich hier super wohl. Und ja, wir haben uns auch super wohl gefühlt. Morgen geht es da für mich weiter in Saint-Étienne. Schweiz gegen Polen. Auch ein richtig gutes Spiel. 50-50 Chancen, denke ich mal. Und ja, da melde ich mich dann wieder aus dem Stadion. Bis dahin, macht's gut.